Herzlich willkommen. Als erstes möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin und Medium. Ich lebe auf Mallorca und hier habe ich mein Beratungsinstitut. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Salome. Salome ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte diese Aufnahmen anonym behandeln. Salome kenne ich schon, ich habe ihr Geburtshoroskop schon gedeutet und diesmal geht es um Jahreshoroskop. Jahreshoroskop bedeutet nicht den Zeitraum von 1. Januar bis 31. Dezember, sondern wenn die Sonne die gleiche Position erreicht, wie im Geburtsmoment stand, beginnt in diesem Augenblick die neue Lebensjahr. Und wir betrachten diesen Zeitraum, diese neue Lebensjahr, und es beginnt am 21. September 2017, hat auch Salome Geburtstag und dauert natürlich bis September 2018. Und schauen wir mal genau an, was passiert in diesem ein Jahr. Also wir begrenzen jetzt den Zeitraum für ein Jahr. Liebe Salome, ich grüße dich, das ist dein Video und ich fange schon an. Ich möchte ein paar Daten nennen, was für dich wichtig ist in die kommenden Lebensjahr. Erstmal besprechen wir die Gespräche, Handlungen, Termine und da habe ich einige Daten aufgeschrieben, was dir in die kommenden Lebensjahr wichtig ist. So viel vielleicht darf ich noch verraten. Du bist im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren. Du hast Aszendent Jungfrau und dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Also jetzt geht um Gespräche, Informationen, Handlungen. Es wird ein wichtiger Zeitpunkt sein, 29. September 2017. Und es betrifft dich persönlich. Entweder kommt eine Klarheit für eine bestimmte Situation oder handelt sich die Gespräche mit deinem Vater oder mit deinem Chef. Kann auch bedeuten, dass alle drei Themen eine Rolle spielen in diesem Zeitpunkt in dein Leben. Also Klarheit bekommst auf jeden Fall durch ein Gespräch und dieses Gespräch bedeutet für dich persönlich etwas. Der nächste Zeitpunkt, hier handelt es sich auch um Gespräche und Handlungen, das ist um 7. und 8. Oktober 2017. Handelt sich auch um Gespräche. Entweder diese Gespräche geht um eine Trennung, Kündigung, Loslassen, von etwas zu verabschieden. Aber in diesem Zeitraum, also ich wiederhole die Daten, 7. Oktober und 8. Oktober 2017. In diesem Zeitraum sei auch geheimnisvoll. Die Gespräche kann nicht nur um Trennung gehen oder loslassen, sondern es geht auch um Finanzen und auch mit deinem Selbstwertgefühl. Ich würde mal das so beschreiben, sei mit der Sprache etwas zurückhaltend, sei geheimnisvoll, trenne dich von etwas oder verabschiede von etwas und diese Trennung darfst du auch aussprechen. Der nächste Zeitpunkt, was auch eine Bedeutung hat,
ist auch der 7. Oktober, 8. Oktober, das ist das gleiche Tag. Also da kommt nochmal ein Einfluss von dem karmischen Knoten. Und da hast du eine neue Lernaufgabe gleichzeitig. Das passiert im gleichen Zeit. Und etwas loslassen, etwas verabschieden, etwas trennen. Aber gleichzeitig kommt auch etwas Neues. Und diese zwei Tage befindest du dich wie eine Wandlung. Etwas wird abgeschlossen, kommt aber etwas Neues oder Neuigkeiten oder neue Möglichkeiten öffnen sie sich in dein Leben. Und da hast du eine Lernaufgabe, das Zutrauen, keine Angst davon haben, Selbstbewusstsein. Und hier geht es auch um Werten, also auch um deinen eigenen Selbstwertgefühl. Der nächste Zeitpunkt ist 23. Oktober 2017. Unerwartete Ereignisse oder eine Nachricht, sehr schön, sehr gut, diese Energie fließt schön harmonisch. Diese Nachricht kann kommen von deiner vertrauten Umgebung, Bekanntenkreis, Freundeskreis, Nachbarschaft oder aber auch Verwandtschaft. Kann auch um eine Schulung gehen, dass du unterrichtest jemand oder du nimmst Unterricht. Beide ist möglich. Kann auch um einen Vertrag handeln, was mit Unterricht zu tun hat. Kleinere Reisen sind möglich, also etwas in Bewegung. Handlungen, Gesprächen, sehr schön, sehr angenehm, kommt unerwartet, plötzlich Überraschungen. Der nächste Zeitpunkt ist 6. November 2017. Du hast das Gefühl in diesem Zeitraum, du brauchst Sicherheit, Stabilität und du möchtest etwas festhalten in diesem Zeitpunkt, befindest dich aber in einer Wandlung und du wirst erkennen, dass diese etwas festhalten genau nicht dieser etwas zum Festhalten nicht die Stabilität gibt, sondern dem Gegenteil bringt dich aus dem Gleichgewicht, sondern du solltest in diesem Zeitpunkt, und ich wiederhole das nochmal, 6. November 2017, über deine Schatten springen, etwas in Bewegung setzen und das, was du meinst, das fühlt sich sicher und stabil an, genau das kannst du loslassen, es kommt etwas Neues. Die nächste Zeitpunkt, es geht immer noch um Handlungen, Gesprächen, Terminen, eventuell ein Vertrag. Die nächste Zeitpunkt, was persönlich dich trifft in dein Lebensjahr, das wird um 15. und 16. November 2017 sein. Bewahre deine Geheimnisse. Sprich nicht so viel. Wie man schön sagt, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Kommt ein Einfluss von außen. Es ist eine männliche Person, die mit dir kontaktiert. Der Einfluss, was da kommt, ist gut. Du vertraust aber diesem Mann nicht, sondern bei dir entsteht eine innere Unsicherheit. Kann sein, das sind alte Erinnerungen, enttäuschten Gefühle oder einfach fehlt das Vertrauen. Nochmal, 15. 16. November 2017 Kontakte, Gespräche mit einem Mann. Aus deiner Seite sollst eher geheimnisvoll sein. Die Nachricht, was von ihm kommt, das ist positiv, das ist angenehm und bei dir entsteht trotzdem eine gewisse innere Unsicherheit oder du vertraust nicht ganz und dieses innere Gefühl sollst du überwinden. Der nächste Zeitpunkt ist 20. bis 27. November 2017, Merkur
wird rückläufig, dann dreht sich um, wird dann direkt läufig. Und in diesem Zeitraum entsteht wieder die gleiche Energiefeld, wie im 15. und 16. November war, mit diesem Vertrauen, mit dieser männlichen Person und mit dieser geheimnisvollen Haltung von deiner Seite aus. Also das heißt, zwischen 20. und 27. November wiederkehrt jemand oder gibt die gleichen Themen wieder, wie das im 15. und 16. November mal war. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann meldet sich wieder oder 15., 16. bist noch unsicher. Das ist sehr deutlich spürbar, diese Unsicherheit, beziehungsweise ich sehe das im Horoskop. Und es kehrt die gleiche Mann wieder zurück, die gleiche Thema kehrt wieder zurück und dann ändert sich etwas in die Richtung. Und das verursacht die rückläufige Merkur, dreht sich um, ändert die Richtung, kommt eine Vorwärtsbewegung und das wirst du erleben in diesem Zeitraum, dass sich etwas dreht, dass die Richtung ändert und diese Zurückgezogenheit oder Rückzug ändert sich und kommt eine Vorwärtsbewegung. Die Thema ist das gleiche, handelt sich wieder um diesen Mann. Aber auch deine wohnlichen Bereich, die wohnliche Situation kann das auch betreffen. Wiederhole ich die Zeitpunkt zwischen 20. und 27. November 2017. Die nächste Zeitpunkt, was auch eine Bedeutung hat in dein Lebensjahr, ist am 18. Januar 2018. Eine gute Nachricht kommt, aber bei dir entsteht trotzdem eine innere Zerrissenheit, ein Hin und Her und Hin und Her. Es geht um Gefühle, es geht um einen Mann, es geht um Lebensfreude, es geht um Liebe, Partnerschaft, Sexualität oder Freundschaft. Eine gewisse Hin- und Hergerissenheit. Soll das eine Partnerschaft sein oder soll das als Freundschaft bleiben? Kann auch um die Treue handeln? Kann ich vertrauen? Ja, oder ist er treu oder untreu? All diese Themen werden bei dir ausgelöst, dass du die Gleichgewicht verlierst in deinen Emotionen. Es geht um einen Mann, es geht um Lebensfreude und Freundschaften auch und es geht auch um Sexualität und Vertrauen in die Liebe. Nachricht, was da kommt, diese Information ist aber gut, eine gute Nachricht. Diese Hin- und Hergerissenheit kommt nicht durch diese Nachricht, sondern das kommt von dir selbst. Nächster Zeitpunkt ist zwischen 16. und 17. Mai, also diese beiden Tage, 16. Mai 2018 und 17. Mai 2018. Es handelt sich um Gespräche, liegt aber keine Verbindung da und es kränkt dich. Das bedeutet, du wartest auf eine Nachricht, kommt aber nicht und das kränkt dich ein bisschen und du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. In diesem Zeitpunkt hast du auch Themen mit einer Reise oder mit einer Schulung oder Ausbildung. Es ist Stillstand, keine Verbindungen sind da und diese Warten und Warten, das, was dich kränkt. Die nächste Zeitpunkt. 30. Mai 2018. Merkur als Planet steht in höchster Punkt in dein Horoskop, also geht an deinem beruflichen Situation, Beruf, Berufung, Ansehen, Anerkennung, beruflich etwas zu erreichen, das bringst du in Sprache,
und hast das Bedürfnis, erfolgreich zu sein beruflich oder setzt etwas um. Das kann auch bedeuten ein Arbeitsvertrag. Also Gespräche um beruflichen Situation und Anerkennung im beruflichen Umfeld. Die nächste Termin, 6. und 7. Juni 2018. Du lehnst etwas ab. Es handelt sich wieder um Gesprächen, Informationen oder Termin oder ein Vertrag. Du wirst etwas ablehnen, obwohl du diesen Wunsch hast. Das ist die Lilith-Energie. Die Lilith, wo wir auslöst bei uns, wir haben Wünsche, Sehnsüchte, aber wir trauen das nicht zu oder haben wir Angst davon und wir neigen dazu, davon laufen. Und hier diese Energie ist wirksam um 6. und 7. Juni 2018. Entweder traust du etwas nicht zu oder willst du das nicht sagen oder hast du einen Termin und lehnst es ab oder solltest etwas beantworten und weißt nicht, wie du das formulieren sollst, dann kommt wieder eine Ablehnung. Kann auch bedeuten, dass du einen Termin absagst. Also das ist die Energie in diesem Zeitpunkt. 15. Juni 2018. Chancen und Möglichkeiten sind da, aber alles ist im Spannungsfeld. Das heißt, entweder hast du die Möglichkeiten, Chancen im Leben, aber da sind noch Hindernisse. Und du sollst diese Hindernisse überwinden. Gleichzeitig geht es auch um Ungerechtigkeit. Du hast das Gefühl, das läuft etwas ungerecht. Jemand sagt dir etwas und das verletzt dich. Oder du hast Chancen und Möglichkeiten. Du erzählst das jemand und die andere ist neidisch und legt Stein im Weg. Und das empfindest als ungerecht. Es entsteht eine gewisse Spannung und das löst auch die Gespräche. Die nächste Zeitpunkt ist 18. und 19. Juni 2018. Es ist wieder eine Spannung, eine gewisse innere Unsicherheit. Du fühlst dich innerlich hin und her gerissen und hier geht's um deine Kraft. Hier musst du dich beweisen, hier musst du dich durchsetzen. Also du sollst in diesen Tagen über deinen Schatten springen. Und hier geht es auch um Gefühle. Du möchtest niemand verletzen, solltest du dich aber durchsetzen. Hier geht es, dich zu beweisen. Und das ist der Zeitpunkt, 18. 19. Juni 2018. Der nächste Zeitpunkt ist 3. und 4. September 2018. Hier geht es um ernsthaften Gesprächen und diese Gespräche versuchst von dem Hintergrund dich in Licht zu stellen. Kann auch bedeuten, dass du hinter den Kulissen schaust oder du erfährst irgendwelche Geheimnisse. Gleichzeitig hast du dich hier eine Lernaufgabe. Auf dem Gesprächen achten. Was versteckt sich hinter den Worten? Jemand kommt mit einem Nachricht, bekommst du eine Information und du sollst es durchschauen. Was meint er überhaupt? Das ist nicht, was diejenige sagt, sondern da steckt was da im Hintergrund und das sollst du ernst nehmen, hast du gleichzeitig eine Lernaufgabe. Immerhin wird hier Saturn aktiviert. 5. September 2018, hier geht's auch um Gespräche, Kontakte, Verabredungen. Hier geht's um die Liebe, also eine Nachricht und das trifft dich persönlich. Es ist schön, es ist angenehm und es handelt sich um Liebe, Partnerschaft.
um 9. und 10. September 2018 kommt ein Gespräch, was dich auch wieder persönlich trifft oder deine Handlungen. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass du selbst die Zügel in Hand nimmst und selbst handelst. Ich möchte noch die Zeitraum beschreiben in dein kommenden Lebensjahr. Welche Zeitraum kannst du vorteilhaft nutzen, Gespräche zu führen, Terminen ausmachen, ein Geschäft zu gründen, um die Finanzen kümmern, etwas in Ordnung zu bringen, Klarheit zu bekommen oder einen Vertrag unterschreiben? Natürlich, wenn du einen festen Termin hast, ist es klug, das noch extra beleuchten, Klarheit zu bekommen. Aber zum Orientieren erwähne ich dir ein paar Zeitpunkte, wo du vorteilhaft die Gespräche, die Handlungen vorsetzen kannst. Ein guter Zeitraum ist Handeln, Gespräche führen, etwas Neues beginnen, einen Vertrag unterschreiben. Das ist der Zeitraum zwischen 12. September 2017 bis 17. Oktober 2017. Das ist mal sehr gut für dich. Die Energie passt zu deinem Geburtshoroskop. Der nächste Zeitpunkt, wo auch für dich vorteilhaft ist, hier handelt es sich auch um Handlungen, Gesprächen, Terminen, zwischen 18. Oktober 2017 bis 5. November 2017. Hier kommt etwas im Fluss. Bei diesem Zeitraum, einmal war zwischen 12. September 2017 bis 17. Oktober 2017, was für dich ein Vorteil ist. Da bringst du etwas in Ordnung, da kannst du aufräumen, klärende Gespräche führen, um die Finanzen kümmern. Und bei dem nächsten Zeitpunkt, 18. Oktober 2017 bis 5. November 2017, da bringst du etwas im Fluss. Dann kannst du mal deine Meinung klar und deutlich ausdrücken und geht's auch oft im Gefühlen. Die nächste Zeitraum, was für dich auch ein Vorteil ist, zwischen 12. Januar 2018 bis 31. Januar 2018 bringst etwas in Ordnung. Das gibt Sicherheit, Stabilität. Ausnahme ist 18. Januar 2018. In diesem Tag, in diesem 18. Januar 2018 fühlst du dich hin und her gerissen. Das ist die innere Zweifel, dieser Hin und Her, das ist, betrifft deinen Gefühlen, deine Emotionen und diesem Tag bringt dich etwas aus dem Gleichgewicht. Das sind gar nicht die Einflüsse von außen, sondern es handelt sich um deinen Gefühlen. Vielleicht hast Angst oder zweifelst an etwas. Dann ist ein wichtiger Zeitpunkt, weil hier geht es nicht nur um Gespräche und Handlungen, sondern in diesem Zeitpunkt, was ich sofort erwähne, sollst du an jemand zuhören. Wichtig ist, dass du auf anderen zugehst, dass du selbst die Kontakte suchst zu jemand und dass du zuhörst, weil bekommst du wichtige Nachrichten, wichtige Informationen oder Ideen, was dich zu Ideen bringst. Du sollst in diesem Zeitraum auf anderen zugehen, auf anderen zuhören und auch Gefühlen zeigen gleichzeitig. Das ist der Zeitraum zwischen 19. Februar 2018 bis 6. März 2018.
Dann ist ein guter Zeitraum Gespräche führen zwischen 14. Mai 2018 bis 29. Mai 2018. Da bringst etwas in Ordnung. Dieser Zeitraum sind nicht nur die Gespräche und Handlungen gut, sondern du kannst deine Finanzen kümmern, deine Finanzen in Ordnung bringen. Ausnahme ist 16. Mai und 17. Mai, da kränkt dich etwas. Und 16. Mai, 17. Mai kann passieren, dass du Geld ausgeben musst oder Geld verlierst. Es geht auch in diesem Zeitpunkt nicht nur um Handlungen, sondern auch um die Finanzen. Und es ist diese zwei Tage, wo etwas unangenehm ist, weil es sind keine Verbindungen da und kränkt dich etwas. Es geht immer noch um Gespräche und Handlungen. Und ich erwähne die Zeitraum, was für dich vorteilhaft ist. Das wäre auch die Zeit für dich gut zwischen 13. Juni 2018 bis 29. Juni 2018. Hier geht es um Gefühlen, hier geht es um Familien und hier gibt es aber auch Ausnahmen. Und Ausnahme ist 15. Juni, da fühlst du dich ungerecht behandelt. Oder jemand übertreibt etwas, oder entweder du fühlst du dich verletzt, oder du sagst etwas, das die anderen verletzt fühlst. Und Ausnahme ist auch die 18. Juni und 19. Juni. Da musst du dich mit Sprache dich wirklich durchsetzen. Jetzt kommt ein neuer Lebensbereich. Jetzt geht nicht um Gesprächen und Handlungen und Terminen und Finanzen, sondern jetzt geht es um die Liebe. Bald hast du Geburtstag und beginnt auch dein neues Lebensjahr. Und in dieser Zeitraum, wo dein Geburtstag hast und in dieser Zeitraum, wo dein neues Lebensjahr beginnt, ist ein wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft, weil gerade in diesem Bereich, wo deine Sonne steht, wo dein gleichzeitig auch dein Aszendent ist, in diesem Bereich bewegt sich die Liebesplanet Venus. Um 29. September 2017 kannst du sogar mit einer guten Nachricht rechnen und das trifft dich persönlich und Thema ist Liebe, Partnerschaft. 13. Oktober 2017. Es ist immer noch dein persönlicher Bereich. Venus erreicht die Sonne. Es handelt sich auch um Liebe, Partnerschaft, kommt etwas ins Licht. Die Sonne bedeutet auch Einfluss von Vater und oder Erinnerungen, was die eigene Familie, eigene Kindheit betrifft. Aber Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft und da kommt Klarheit, das trifft dich persönlich. An diesem Zeitpunkt kommen aber Kindheitserinnerungen auch. Die nächste Tagen sind, was für dich eine Bedeutung hat, 7. Oktober und 8. Oktober, Thema Liebe, Partnerschaft. Und hier brauchst du die Gleichgewicht. Du hast Chancen, Möglichkeiten in Liebe, Partnerschaft, aber du zweifelst daran. Du traust es nicht zu. Und hier, genau in diesen Tagen, weil das handelt sich um deinen Gefühlen und das ist kein Einfluss von außen, wo dich verletzt, sondern du selbst verursachst diese Zweifel. Du traust die Liebe nicht zu. Oder du hast Angst davon und hier in diesem Punkt hast auch eine Lernaufgabe, zu deinen eigenen Wert zu stehen,
dich als Frau in Licht zu bringen, die Liebe, Partnerschaft, Vertrauen. Und das ist diese Tage, wo um deinen Gefühlen achten sollst, weil die Thema ist sehr wichtig. Es ist Liebe, Partnerschaft, aber du hast Angst davon oder von etwas zweifelst und lässt du diesen Gefühlen zu und es sorgt dafür, dass du aus dem Gleichgewicht kommst oder kommt eine innere Unruhe. Die nächsten Tage, es handelt sich immer noch um Liebe, Partnerschaft. 15. November 2017. Du kannst in diesem Tag mit einer guten Nachricht rechnen. Es handelt sich um eine Liebesnachricht. Und die Nachricht ist sehr gut, die Einfluss von außen ist sehr gut und hier sollst auch wieder deinen Ängsten, deinen inneren Unsicherheit überwinden. Du befindest dich im Skorpion-Energie, also das ist die Wandlung, kann auch um Sexualität gehen, dass du dich so ein bisschen befreit fühlst und im Vertrauen, im inneren Gleichgewicht, in innere Ruhe und es ist auch spürbar auch die Sexualenergie in diesem Tag. 12. Dezember 2017 hast eine sehr gute Venus-Energie, sehr schön, das ist traumhaft schön, aber gehen wir wieder auf deinen Emotionen ein. Verspürst eine gewisse innere Hin- und Hergerissenheit. Bist nicht ganz sicher, ob du diese Liebe möchtest oder traust der Partner nicht zu oder hast du Angst davon oder denkst du, es kommen Enttäuschungen, können Erinnerungen hervorrufen, Kindheitserinnerungen oder Partnerschaft von früher. Also die Energie ist sehr schön und du kannst die Liebe genießen, aber innerlich traust es nicht zu oder hast Angst davon. Und hier hast du wieder eine Aufgabe, deinen inneren Unruhe oder deinen inneren Zweifel überwinden. 2. Januar 2018 erreicht Venus, die Liebesplanet, dein Mond. Hier geht es um Liebe, Partnerschaft und deinen Gefühlen und verspürst wieder die Unsicherheiten. Und hier hast wieder mal die, das ist dasselbe Energie wie 12. Dezember war, dass du diese inneren Unsicherheit überwinden sollst. Dann ist ein wichtiger Zeitraum, weil die Liebesplanet erreicht das 7. Haus und das ist die Partnerschaft Haus. Und natürlich wird es wichtig sein, eine feste Partnerschaft oder Ehe. Und das ist der Zeitpunkt zwischen 16. Februar 2018 bis 6. März 2017. Venus aktiviert in dein Ehefeld, Partnerschaftfeld. Hier geht es um feste Beziehung. Hier geht es nicht um eine Affäre, sondern hier geht es um eine feste Beziehung. Und die Tierkreiszeichen, was hier wirkt, ist die Tierkreiszeichen Fischen. Also wichtig ist es fließen lassen. Und dazu muss ich erwähnen, im Tierkreiszeichen Fischen gibt es zwei Fischen. Astronomisch sagt man die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch und wir selber entscheiden uns immer im Leben, in welche Richtung schwimmen wir, mit dem Strom oder gegen den Strom. Und dieser Zeitraum aktiviert das deine Beziehung. Hast du Angst davon oder bremst du das, dann schwimmst du gegen den Strom oder lässt es einfach geschehen, dann schwimmst du mit dem Strom und hier musst du es mit Leichtigkeit im Fluss zu bringen und das ist der Zeitraum, was dich betrifft,
im Zeitraum zwischen 16. Februar 2018 bis 6. März 2018. 4. April 2018, kränk dich etwas in die Liebe, es gibt keine Verbindung, vielleicht wartest auf eine Nachricht oder möchtest mit deiner Liebe treffen oder brauchst eine Bestätigung in die Liebe und das löst aus, dass du dich unsicher fühlst, weil die Verbindung ist nicht da und das kränkt dich ein bisschen, das ist eine gewisse Traurigkeit da. Immer noch Liebe, Partnerschaft. 8. Mai 2018, Venus erreicht die Lilith-Energie. Das heißt Sehnsucht, Ablehnung, Sehnsucht, Ablehnung, Sehnsucht, Ablehnung, wieder hin und her und hin und her. Das kommt nicht von dem Partner, sondern das kommt von dir selbst. Also hier eine Klarheit zu bekommen und auch mal zutrauen und auch mal die Liebe annehmen. 24. Mai 2018, Möglichkeiten, Chancen in dein Leben, in die Liebepartnerschaft, aber eine gewisse Spannung. Hier wieder Lernaufgabe. Die Gefühle annehmen, Gefühle zeigen und auch mal Mut zu haben, in einer Beziehung leben oder das zum Annehmen. Eine gewisse Übertreibung ist spürbar. Kann gut sein, dass du dich dann verletzt fühlst und neigst dazu zu übertreiben und entsteht eine Spannung, kann aber auch umgekehrt sein, dass du sagst etwas, und der Partner neigt zu Übertreibung und es ist Missverständnisse da. Das heißt, Glück in der Liebe Partnerschaft, aber es sind eine gewisse Spannung da, weil hier in diesem Tag entsteht Missverständnisse und das ist wichtig, hier eine Lernaufgabe, wieder ein Saturn-Einfluss, eine Lernaufgabe, diese Spannung zu klären, mal auf anderen zuzugehen oder mal sagen, habe ich dich verletzt, habe ich das nicht so gemeint oder du, ich habe etwas gesagt, wie hast du das verstanden, ich habe das Gefühl, das sind Missverständnisse. Also diese Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, Lernaufgabe und damit löst sich diese Spannung auf und so kommt auch das Liebesglück. Die Datum ist 24. Mai 2018. 29. Mai 2018, wieder Lernaufgabe, wieder eine gewisse Spannung, so ähnlich wie am 24. Mai, doch ein bisschen anderes. Bei 24. Mai geht es um Missverständnisse und Gefühlen. Hier, ein paar Tage später, 29. Mai, hier geht es um mal durchsetzen. Das heißt, in Partnerschaft ist wichtig, dass du bleibst und dass du deine Wünsche äußerst. Und du musst nicht immer nachgeben und hier sollst du über deinen Gefühlen sprechen. Und auch wenn da eine gewisse Spannung da ist, du sollst sagen, was du denkst und das in Ausdruck bringen, damit da Klarheit kommt, wieder Lernaufgabe. 6. Juli 2018. Die Liebepartnerschaft ist wie verschlossen. Und das ist wichtig, aus dieser Hintergrundposition rauskommen. Das heißt, die Liebepartnerschaft nach außen zeigen. Diese Konstellation kommt oft vor, wenn es um eine Affäre geht und spielt sich alles im Geheimen. Also irgendwelche Geheimnisse handeln sich in die Liebepartnerschaft und hier ist wichtig, eine Klarheit zu bekommen und Offenheit zu gewinnen. Etwas läuft da heimlich und die Datum ist 6. Juli 2018.
16. Juli 2018 spielt die Liebe Partnerschaft für dich eine wichtige Rolle. Du hast das Gefühl, du bist das selbst und glücklich trifft dich persönlich. Und das ist sehr erfreulich, weil das schenkt dir glücklich zu sein oder mal ein Lachen. Also das ist ein schöner Tag, eine schöne Zeit. 16. Juli, Glück in die Liebe, 16. Juli 2018. So wie bei Gesprächen habe ich auch erwähnt, welche ist die günstige Zeit für dich persönlich. Möchte ich auch bei der Liebe auch die Zeitraum nennen, wo wirklich für dich angenehm und glücklich läuft. Und da ist natürlich gut, um die Partnerschaft kümmern, etwas unternehmen oder eine Partnerschaft einzugehen. Du hast gute Zeit in der Liebe Partnerschaft zwischen 15. Oktober 2017 und 7. November 2017. Ausnahme ist 25. Oktober, dann kommen deine Gefühle aus dem Gleichgewicht. Du zweifelst an etwas. Das ist der einzige Tag, was nicht dazu zählt. Ein guter Zeitraum in die Liebe-Partnerschaft zwischen 2. Dezember 2017 bis 25. Dezember 2017, da ist eine Reise möglich mit dem Partner. Dann ist ein wichtiger Zeitpunkt zwischen 19. Januar 2018 bis 10. Februar 2018, da ist wichtig, die Liebe-Partnerschaft im Gleichgewicht bringen, Gefühlen auch zeigen, aber auch annehmen, auf anderen zuzugehen und das Harmonisieren, das im Gleichgewicht bleibt und die Liebe Partnerschaft bewusst wahrnehmen und um die Partnerschaft kümmern. Der Zeitraum ist zwischen 19. Januar 2018 bis 10. Februar 2018. Das habe ich schon erwähnt, ich wiederhole kurz nochmal, der Liebesplanet Venus befindet sich in deinem Partnerschaftshaus zwischen 16. Februar 2018 bis 8. März 2018. Und da ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft und da stabilisiert sich etwas. Was noch sehr gut ist in der Liebe-Partnerschaft, es ist der Zeitraum zwischen 7. März 2018 bis 31. März 2018. Das ist für dich persönlich auch eine gute Zeit in der Liebe-Partnerschaft. Was noch auch sehr gut ist für dich persönlich, immer noch Thema Liebe, zwischen 25. April 2018 bis 19. Mai 2018. Kontakte, Gespräche, Freundschaften, aber auch Bewegung, Leichtigkeit, Liebe, Partnerschaft. Und 14. Juni befindet sich von 14. Juni bis dein Geburtstag, jetzt habe ich ein bisschen die Faden verloren, aber jetzt sehe ich richtig, also von 14. Juni bis dein Geburtstag 2018 hast du eine Venus-Energie auf deinen persönlichen Bereich, was dich persönlich trifft, weil bewegt sich Venus dann im Tierkreis einen Löwe und Jungfrau. Dein Geburtsvenus ist Löwe und dein Sonne und dein Aszendent ist Jungfrau. Also das heißt, in diesem Zeitraum trifft dich persönlich, das ist ein wichtiges Thema, dann Liebe, Partnerschaft. Ich wiederhole die Datum ab 14. Juni 2018 bis zu deinem Geburtstag, bis 21. September 2018.
18. Wie setzt dich durch im Leben? Was bringst du in Bewegung? Und diese Energie ist nicht nur die Bewegung wie Auto oder Sport oder dich durchsetzen im Leben oder etwas erreichen, etwas in Bewegung setzen, sondern diese Energie ist männlich. Kann auch eine männliche Person bedeuten und das hat auch in dein Leben einen Einfluss. Jetzt gerade stehst, also wenn dein Lebensjahr beginnt, also nicht jetzt, wo die Aufnahme ist, sondern ab 21. September, das ist dein Geburtstag, und beginnt dein neues Lebensjahr und genau an diesem Zeitpunkt, wo dein neues Lebensjahr beginnt, befindet sich Mars im Jungfrau und übergeht vom 12. Haus auf dem 1. Haus. Das ist die Gegenrichtung, gegen den Uhrzeiger bewegen sich die Planeten. Also das heißt, in diesem Augenblick, wo dieses neue Lebensjahr bei dir beginnt, bist du noch im Hintergrund. Bist du noch irgendwie im Schatten gestellt. Oder kannst du dich nicht durchsetzen. Oder die Mann ist noch nicht ganz da. Oder ist das alles noch in Geheimnisse. Oder ist er geheimnisvoll und weiß nicht, wo du dran bist. Da ändert sich die Richtung, kommt immer mehr etwas ins Tageslicht und erreicht deinen Aszendent. Und betrifft dich dann persönlich. Das heißt, du hast immer mehr Kraft. So beginnt dein Lebensjahr. Du immer mehr spürst die Kraft. Und dass mehr dich durchsetzen kannst. Dass du Kraft zeigst in dein Leben. Oder bewegst etwas in dein Leben. Es ist auch Bewegung. Das kann auch Sport sein. Kann auch mit Autos etwas bedeuten, dass das eine Rolle spielt. Also etwas setzt du in Bewegung. Damit beginnt dein Lebensjahr. Kann auch eine männliche Person sein, wo dich persönlich trifft und spielt eine große Rolle in dein Leben. Es ist Bewegung auf jeden Fall. Beginnt im 12. Haus, das ist noch im Hintergrund, übergeht im 1. Haus, dann kommt das ins Licht. Zwar im unteren Teil im Horoskop, das ist nicht die Tageslicht, sondern Nacht, aber 1. Haus, also trifft dich persönlich und das, was du im Ausdruck bringst. Der nächste Zeitpunkt ist 21. Oktober 2017. Du setzt dich durch oder führst du ein wichtiges Gespräch. Es sind Handlungen da. Diese Handlungen sind sehr gut. Das trifft dich auch persönlich, kann auch eine männliche Person sein, das mehr Klarheit bringt in dein Leben. Natürlich kann beides bedeuten, dass du Handlungen hast, Gespräche mit deinem Vater oder mit deinem Chef, aber gleichzeitig hast du auch einen Mann, wo sich äußert und du bekommst Klarheit. Das ist die Energiefeld. Ich kann die Energiefeld beschreiben und diese Energiefeld kannst du auf deinen Vater projizieren, auf deinen Chef oder auf die Partner. Also auf jeden Fall eine männliche Person, wo dir eine Rolle spielt in dein Leben. Das ist die Einfluss, die Kontakt, die Einfluss ist sehr gut. Gleichzeitig, weil alles im 1. Haus bewegt, du selbst bewegst dich auch. Das heißt, bist unterwegs, bewegst du etwas in dein Leben oder machst Sport und gleichzeitig kommt Klarheit oder spürst die Kraft, das ist auch die Lebenskraft immerhin. 13. November 2017 geht es um Finanzen, gleichzeitig mit deinem eigenen Selbstwertgefühl. Hängt zusammen, energetisch hängt zusammen. Hier entsteht eine gewisse Spannung. Das kann auch dazu führen, dass du an dir selbst nicht glaubst oder bist nicht mit deinen Werten bewusst oder du zweifelst an dir selbst. Das ist die emotionale Ebene. Im Praktischen kann bedeuten, dass du Geld verlierst. Und da achte auf den Finanzen. 24. Dezember 2017, unerwartete Ereignisse.
Einfluss von außen. Dieser Einfluss kann eine männliche Person sein, kann aber wiederum die Bewegung sein, wie Auto, ein Geschenk oder Überraschung. Und dieser Einfluss, was dich am 24. Dezember trifft, ist sehr gut. Vielleicht bekommst du zum Weihnachten ein Auto. Wer weiß, unerwartete Ereignisse, sehr schön, sehr gut. Entweder kommt von einer männlichen Person oder hat das mit Bewegung etwas zu tun. In diesem Zeitpunkt, also genau diesem Weihnachtszeit, bewege dich in deine vertraute Umgebung. Nachbarschaft, Verwandtschaft, kleinere Reisen. Es ist sehr gut für dich, bringt Glück. 17. Februar 2018. Wieder ein Einfluss von einer männlichen Person, kann das von Ausland kommen, trifft aber deinen persönlichen Bereich. Gleichzeitig hast du auch Themen im wohnlichen Bereich. Alles ist sehr gut, alles ist angenehm, du zweifelst wieder. Wieder die Gefühle, diese inneren Zweifel überwinden und da brauchst du die Kraft. Also in diesem Tag, in diesem 17. Februar 2018, achte auf deine inneren Kraft. Die Ruhe liegt die Kraft. Nächster Zeitpunkt ist 3. April 2018 und 4. April 2018. Hier handelt es sich um einen Mann, hier handelt es sich um Gefühle. Es ist wieder gut und trotzdem fühlst du dich wieder mal hin und her gerissen. Oder der Mann handelt sich so, dass bei dir diese Unsicherheit auslöst. Es ist auch die Nervensystem betroffen, also wieder wichtig auf dem Gefühlen achten, auf dem Ruhe achten. Die Kontakt zu diesem Mann ist im Allgemeinen gut, aber etwas löst aus, dass du nervös bist oder an etwas zweifelst. 16. November 2018, das ist zwar schon vorbei, dein Lebensjahr, aber trotzdem ist wichtig, dieser Termin auch zu nennen. Ab 16. November 2018 befindet sich Mars in dein 7. Haus, in dein Partnerschaftshaus. Das heißt, es kommt etwas in Bewegung. Es kann auch eine männliche Person sein. Also löst aus, dass bei dir in Partnerschaft etwas in Bewegung kommt. Ab 16. November 2018. Wieder erwähne ich die gute Zeit, was maßgeschnitten ist auf dein Geburtshoroskop exakt. Wann kannst du dich gut durchsetzen? Wann ist die Zeit, etwas in Bewegung setzen? Wann ist die Zeit, Sport machen oder beginnen? Beginnen die Augenblicke wichtig, wenn man eine Tätigkeit beginnt? Dieser Zeitraum ist für dich sehr günstig, gerade bis 29. Oktober 2017, also von deinem Geburtshoroskop, von deinem Geburtstag, wenn dein Lebensjahr beginnt, bis 29. Oktober 2017 betrifft dich persönlich. Es ist eine gute Zeit, etwas Neues beginnen, Sport zu machen, etwas mit Autos oder kann eine männliche Person sein, wo auf dein Leben einen direkten Einfluss nimmt oder fangst etwas Neues an. Natürlich gleichzeitig kann mehrere Sachen bedeuten, dass du etwas Neues beginnst und gleichzeitig Sport machst und gleichzeitig hast du einen Mann an deiner Seite. Natürlich eine schließt die andere nicht aus. Der nächste Zeitpunkt ist zwischen 10. Dezember 2017 bis 26. Januar 2018. Wichtig ist hier eine Wandlung, du transformierst etwas. Wichtig ist die innere Kraft wahrnehmen, also mehr die Ruhe bewahren, nach innen schauen, meditieren, die inneren Kraft spüren, die Emotionen transformieren. Aber in diesem Zeitraum ist nicht nur diese Transformation, die Skorpion-Energie, sondern auch die Sexualität wichtig.
Die Datum ist zwischen 10. Dezember 2017 bis 26. Januar 2018. Dann wackelt etwas, weißt du nicht, wo du dich durchsetzen sollst, weißt du nicht, wo deine Kraft einsetzen sollst, oder fühlst du dich kraftlos, du kommst aus dem Gleichgewicht im Zeitraum von 18. März 2018 bis 16. Mai 2018. Eine gewisse Spannung, auch was die Nervosität betrifft, deine Ruhe betrifft. Achte auf diesen Zeitraum, dass du immer die Ruhe bewahrst und dass du bei Handlungen genau überlegst, welche Richtung setzt du die Kraft ein, weil du kommst in diesen Zeitraum zu Stresssituationen und kann sein, dass alles zu viel ist und fühlst du dich erschöpft. Ich wiederhole noch die Daten zwischen 18. März 2018 bis 16. Mai 2018. Ein guter Einfluss von einer männlichen Person betrifft deinen Gefühlen, deinen Emotionen, das kann auch Liebe, Partnerschaft sein, natürlich. 16. November 2018, schöner Einfluss von außen. Und fühlst du dich auch mutig, hast du auch Kraft. Dann der Jupiter-Einfluss. Im Augenblick befindet sich Jupiter im Tierkreiszeichen Waage und das ist dein zweites Haus. Hier geht es um die Werte, auch die eigenen Selbstwertgefühl, auch die Finanzen betrifft das auch. Und das, wo gerade vermehren kann. Also Jupiter vermehrt etwas und bringt auch Glück im Leben und du sollst auch dieses Glück leben, aber gleichzeitig auf deinen eigenen Selbstwertgefühl achten, weil wenn das nicht stimmig ist, dann kann das eine Blockade auflösen im finanziellen Fluss. Ab 1. Oktober 2017 übergeht Jupiter in Tierkreiszeichen Skorpion, also wechselt das Haus und befindet sich dann nicht im zweiten Haus, wo die Finanzen liegen, sondern ab 11. Oktober 2017 befindet sich die dritte Haus, das ist die vertraute Umgebung, die Verwandtschaft, Nachbarschaft, kleine Reisen. Hier ist eine Skorpion-Energie, hier geht es um Wasserelement, um Gefühlen, etwas im Fluss zu bringen. Da hast du auf jeden Fall das Glück. Das heißt, das bleibt auch ziemlich lang, weil Jupiter braucht ein Jahr, bis ein Tierkreiszeichen wechselt. Das begleitet dich dann ab 1. Oktober 2017 in dein ganzen Lebensjahr dann. Und in diesem Zeitraum vermehrt sich die Kontakte in deiner vertrauten Umgebung. Bekanntschaften, Freundschaften und mehr Kontakte auch zur Familie, zur Verwandtschaft, kleinere Reisen. Es ist viel in Bewegung. Gleichzeitig kann auch ein Studium bedeuten, also dass du etwas lernst oder du machst Unterricht. Entweder du nimmst Unterricht oder du gibst Unterricht. Also hat das mit Lernen auch etwas zu tun. Immerhin, die dritte Haus ist ein Zwillingshaus, also Kontakte, aber auch was lernen. Und da vermehrt sich etwas, das auf jeden Fall kommt in Bewegung. Zwischen 22. November 2017 bis 25. November 2017 erreicht Jupiter dein Geburts-Uranus im dritten Haus. Das bedeutet plötzliche Ereignisse, unerwartete Ereignisse, eine Wende, eine Veränderung. Und da hast du auf jeden Fall Glück, weil das ist ein guter Einfluss
und Jupiter löst etwas aus. Uranus sind die Veränderungen in deiner vertrauten Umgebung. Und das passiert zwischen 22. und 25. November 2017. Saturn. Saturn gibt uns immer Lernaufgaben. Im Augenblick befindet sich Saturn in dein vierten Haus. Das ist das Elternhaus, deine Herkunft, aber auch dein eigenes Heim. Und das ist wichtig, da die Stabilität, die Sicherheit zu bekommen. Aber Saturn erteilt immer wieder Lernaufgaben. Entweder in diesem Zeitraum, solange bis Saturn noch in die Schütze ist und im vierten Haus, entweder befestigst du dein Wohnort oder eine Lernaufgabe, das aufzugeben ohne Ängste und dass du Mut und Kraft hast, dich zu verändern. Beides ist möglich. Du selber kannst es besser einschätzen. Was löst hier Saturn aus? Saturn überprüft deine Wohnsituation. Wenn das dein richtiger Ort, dann bleibst du auch, dann befestigt es. Wenn das nicht der Ort für dich ist, sondern eine Veränderung, ein Umzug besser ist, dann löst es aus, dass du durch diesen Schicksalsplanet, kann man sagen, dazu gezwungen bist, umzuziehen. Ab 21. Dezember ist Saturn noch in Schütze, dann übergeht im Steinbock. Also ab 21. Dezember, das ist das Datum, wo Saturn von Schütze auf dem Steinbock übergeht, befindet sich aber immer noch in dein vierter Haus, also in deiner wohnliche Situation. Wo die Veränderung kommt und damit beginnt ein neuer Lebensbereich, wo Saturn dann unter dem Lupe nimmt, das beginnt am 5. April 2018. In diesem Tag übergeht Saturn im 5. Haus. Ab 5. April 2018 und bleibt ein Zeit lang in dein 5. Haus. Und das bedeutet, es geht um Lebensfreude. Es ist Steinbock bei dir im 5. Haus. Du hast den Mond auch im Steinbock. Du tust dich nicht allzu leicht, die Lebensfreude zuzulassen, diese spielerische, diese unbeschwerte spielerische. Du nimmst das Leben zu ernst. Und ab 5. April 2018 wird Saturn das überprüfen. Und das entsteht eine gewisse innere Spannung bei dir. Und da solltest du achten, dass du lernst, das Leben zu genießen, im Freizeit was unternehmen, mal spielerisch betrachten alles wie ein Theater und du spielst die Hauptrolle in diesem Theater. Und das, was du in diesem Zeitraum lernst, kann sein, dass die Partner ist dann, wo dir das auch spiegelt, wo dann dir auch das zeigt. Also das heißt, Saturn wird diese Lebensfreude dann überprüft. April 2018 habe ich genannt. Und endet dieser Zeitpunkt am 5. März 2021. Also einigen Jahren wird Saturn im 5. Haus sein. Natürlich verlässt dann die Steinbock und übergeht dann im Tierkreiszeichen Wassermann.
aber immer noch im fünften Haus. Das heißt, du hast einigen Jahren, beziehungsweise drei Jahre lang stehst in dieser Prüfung, lernen, das Leben nicht allzu ernst zu nehmen, nicht verkrampft zu sein, sondern das Leben mal auch mit Leichtigkeit betrachten. Wo kommen bei dir plötzliche Veränderungen? Das kann eine erbschaftliche Situation sein oder etwas im Finanzen, übergeht aber die Grenzen im Ausland, kann bei dir die Ausland eine Bedeutung haben in die nächste Zeit und ab 16. Mai 2018 übergeht Uranus auf Stier, erreicht ein neuntes Haus, das ist das Auslandshaus, da kommen plötzliche Veränderungen, unerwartete Ereignisse und das beginnt bei dir am 16. Mai 2018. 20. Mai 2019 kommt eine Veränderung, und das ist gleichzeitig eine Heilung bei dir. Das ist zwar nicht die Jahreshoroskop unbedingt, aber ich habe das mal im Vorfeld erwähnt. Also unerwartete Ereignisse werden kommen am 20. Mai 2019. All das, was dich gekränkt hat im Leben, kommt ein Heilprozess, eine Heilung rein, also auch was Positives. Im Augenblick befindet sich in deinem Partnerschaftshaus Neptun, das ist im Tierkreiszeichen Fischen und natürlich nicht nur Neptun, sondern auch Chiron, alte Erinnerungen, verletzten Gefühlen, da braucht man Heilung, dass du wieder im Fluss kommt alles, dass du wieder im Vertrauen bist. Also wichtiges Thema ist wirklich dann Liebe, Partnerschaft. Und Pluto befindet sich auch im fünften Haus, das Leben nicht allzu ernst zu nehmen, altes, was dich bedrückt im Leben, sagt diese Pluto-Energie, lass das los, verabschiede, trenne davon, damit befreist du, das ist für dich gleichzeitig nicht nur die Lernaufgabe durch die Saturn-Einfluss, was bald kommt im fünften Haus, sondern gleichzeitig die Pluto-Einfluss auch im fünften Haus, all das Befreien. Das ist für dich gleichzeitig auch die Befreiung von etwas. Und wenn man etwas von etwas befreien kann, ist man auch leichter und diese Leichtigkeit kommt dann. Also das waren die Zeitpunkte. Dann schauen wir mal dein Solarhoroskop auch an, weil sowas gibt auch, ein neuer Horoskop. Was bezieht sich drauf, dass die Augenblick, also Jahr 2017, wenn dein Geburtstag ist, welcher Augenblick erreicht die Sonne die gleiche Position, wie in dein Geburtsmoment stand, entsteht ein neuer Horoskop und das drückt die Jahr aus, 2017, 2018. Die Aszendent ist hier Zwillinge. Das heißt, das ist die Jahresthema. Und dieses Jahresthema ist dein Lebensjahr gemeint. Also dein neues Lebensjahr 2017, Ende 2017, Anfang 2018. In diesem neuen Lebensjahr ist ein wichtiges Thema die Zwillingsenergie. Du lebst diese Zwillingsenergie. Kontakte, neugierig zu sein für etwas, Bewegung, Leichtigkeit, etwas Neues oder vieles Neues lernen oder Sprache lernen, kleineren Reise, die Welt zu entdecken, Luft zu holen. Das ist dein wichtiges Thema im Luftbleiben. In diesem Augenblick, wo dein Lebensjahr beginnt, es ist kurz nach Neumond. Die Mond verlässt schon die Sonne, aber es ist ganz in die Nähe von die Sonne. Das heißt, es ist nicht mehr die exakte Neumond, sondern die Mond fängt an zuzunehmen. Und das bedeutet für dich ist jetzt nicht im Körpergewicht zuzunehmen, meine ich, sondern die Wachstum. Du fängst an dein Selbst verwirklichen.
Und das ist die Entwicklung des Lebensjahres, dass du Schritte machst, dass du neugierig bist, dass du vieles Neues lernst, dass du von so ein bisschen rauskommst, dass du über deinen Schatten springst. Viel Luft spielt die Rolle, Leichtigkeit, Atem. Du nimmst nicht alles so zu ernst. Wo du noch festhältst, neigst du dazu, das festzuhalten, wo du vertraut bist. Aber diese Energie, was du hier im Wandlungsbringst, zeigt auch all das, was du meinst, das ist Sicherheit und Stabilität und versucht, das festzuhalten, genau erzeugt das Gegenteil. Irgendwann geht das doch verloren. Also viele Sachen lass einfach los, hast du mehr Luft in das, was du gerade in dieser Energie lebst, Luft zum Atmen. Also du wirst in dieses Jahr vielen Sachen festhalten wollen und das entsteht eine gewisse Druck bei dir, bis du dann auch lernst, das muss trennen, das muss loslassen, das muss verabschieden und das gibt dir mehr Platz, mehr Leichtigkeit gleichzeitig und dass du dich bewegst und dass du dich mehr in die Öffentlichkeit bringst, diese Bewegung. Es sind jetzt nicht große Reisen, sondern in deiner Umgebung kommen die Veränderungen und lebst auch die Partnerschaft. In Partnerschaft betrachte ich das mit gemischten Gefühlen. Einerseits hast du die Wunsch, die Sehnsüchte, auch die Chance, weil wichtiges Thema ist auch die Partnerschaft in diesem Lebensjahr, dass du eine feste Partnerschaft eingehst. Und da geht eigentlich die Reise zu deiner Partnerschaft. Aber du hast Angst davon. Und diese Angst hat mit deinem Partner überhaupt nichts zu tun. Sondern diese Angst liegt an dir. Vielleicht ist das Erinnerungen, Erinnerungen an die Kindheit, Erinnerungen an alte Karma oder in alte Beziehungen. Und genau das wirst du verabschieden, diese Ängste, weil da liegt die Schlüssel zu deinem Glück. Das heißt, die Thema ist Kontakte, unbeschwert zu sein, das Leben spielerisch betrachten, von vielen Sachen verabschieden, trennen, kündigen, dass du mehr Luft hast. Dann kommst von dieser Strenge raus, du verlässt die Jungfrau. Da war in diesem Moment, wo dein Solarhoroskop entsteht, das ist kurz vor Neumond, also die Neumond war noch im Jungfrau, hier befindet sich die Mond aber schon im Waage, also genau in die Grenzbereich, das heißt die Mond hat die Sonne schon verabschiedet, übergeht von Jungfrau auf dem Waage und das ist deine Schritte jetzt, dass du ein bisschen verlässt die Jungfrau-Eigenschaften. Natürlich, du bist Jungfrau geboren und hast auch Aszendent Jungfrau. Das prägt dich auch. Und das hat auch Vorteile, weil da hast auch im Jungfrau ein ganz stark ausgeprägter Merkur, was du nach wie vor lebst auch. Und da liegt deine Kraft im Jungfrau. Aber was deine Emotionalen betrifft, deinen Gefühlsleben betrifft, auch dein Nervensystem betrifft, du lässt jetzt mehr Luft zu und du lässt die Waage zu und damit hast du Glück. Und wenn du diese Waage lebst, weil da sind deine Gefühle und das hat eine große Bedeutung in diesem Lebensjahr, befindet sich auch im fünften Haus. Das ist ein Löwehaus, das ist das Spiel des Lebens, das ist der Spielplatz für uns Erwachsenen und hier die Hauptrolle zu spielen. Und das auch genießen, das Leben, du bekommst dieses Lebensgefühl. Also ich versuche das nochmal wiederholen. Punkt 1, es kommt mehr Leichtigkeit. Dann verabschiedest von vielen Dingen, dass du all das, was dich bedrückt. Du neigst dazu, das Leben viel zu ernst zu nehmen und alles kritisch betrachten. Dieser Verstand ist deine Stärke, das sollst du auch behalten, das bewahrst du, diese klar Denkende. Das ist dein Vorteil nach wie vor, Jungfrau, bleibt auch Jungfrau. Aber dein Lebensgefühl ändert sich in diesem Lebensjahr.
Das ist gar nicht die Jungfrau geprägt, sondern dein Mond übergeht jetzt in Grenzen. Das kannst du so vorstellen, dass dieser Solarhoroskop entsteht ganz kurz nach Neumond. Die Neumond hat im Tierkreiszeichen Jungfrau stattgefunden oder wird stattfinden im Tierkreiszeichen Jungfrau. Aber in diesem Moment, wo die neue Lebensjahr bei dir beginnt, in diesem Augenblick ist die Mond gar nicht mehr in Jungfrau, sondern hat über die Grenzen gegangen und befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Und das, was du zeigst, weil das prägt dein Lebensjahr jetzt, dass du zeigst, dieses Lebensgefühl zu leben. Und dann die Partnerschaft hat auch eine wichtige Rolle. Du neigst dazu, Angst davon zu haben, hast du deinen Zweifel. Und all diese Zweifel sollst du überwinden und es zulassen, Liebe, Partnerschaft zulassen, auch die Sexualität, auch die Lebensfreude zulassen. Und diese Leichtigkeit spürst du und das bringt in dein neues Lebensjahr Glück. Du wirst auch vieles Neues lernen oder eine neue Sprache zu lernen. Es werden kleinere Veränderungen geben. Großes Thema ist Liebe, Partnerschaft. Findest auch die richtige Partner. Es ist Stabilität da, kommen aber alte Erinnerungen. Du hast einerseits Sehnsucht danach, andererseits die Ablehnung, Angst davon. Du arbeitest daran, an deinen eigenen Gefühlen, dass du diese Ängste überwindest und das gibt dir die Leichtigkeit und genau das erlebst, dass du damit glücklich fühlst und diese Lebensfreude hast. Also damit könnte ich jetzt die Jahreshoroskop beenden, aber ich habe noch ein Mondhoroskop noch zusätzlich für dich gemacht. So ähnlich wie bei einem Jahreshoroskop, wenn die Sonne erreicht, den Punkt, wo die Geburtssonne stand, also im Geburtshoroskop, wo die Sonne steht, kann das Gleiche mit Mond auch machen. Wenn die Mond erreicht, die Punkt, wo im Geburtsmoment stand, mit diesem Augenblick beginnt das neue Mondmonat. Also das ist auch maßgeschnitten auf dein Leben. Und ich habe mal einen Monat, natürlich das könnte ich jeden Monat machen, dann hätte ich jetzt 12 Horoskope hier. Das handelt sich nicht um Jahreshoroskop, sondern ein Monatshoroskop speziell für dich. Und dein also die laufende Mond erreicht dein Geburtsmond genau das gleiche Position wie in dein Geburtsmoment stand, erreicht 25. Oktober 2017. Es hat mit den Mondphasen in dem Sinne nichts zu tun. Natürlich haben wir die Kalendersystem, das wissen wir. Die Mondphasen sind nicht identisch auf dem Kalendersystem. Die chinesische Astrologie beginnt die neue Mondmonat nach dem Neumond. Und bei diesem Mondhoroskop handelt es sich nicht in einen neuen Mondmonat, sondern das ist speziell dein Monat. Das heißt, wenn die Mond erreicht, die Position, das wie in dein Geburtsmoment stand, und das war 9 Grad und 25 Minuten Steinbock in dem Moment, jeden Monat, wenn die Mond wiederkehrt auf die Gradzahl Steinbock, beginnt dein persönlicher Monat. So könnte ich vielleicht mal erklären. Also, das ist dein Monat und das beginnt, wenn die Mond erreicht die Position, wo in dein Geburtsmoment stand, und das ist im 25. Oktober. Was passiert bei dir in diesem Monat, was am 25. Oktober beginnt? Wichtiger Thema wird Gefühlen
und Familie, die familiäre Situation. Gleichzeitig ist wichtig auch die liebe Partnerschaft. Und da hast du deinen Gefühlen. Es ist Verliebtheit. Es ist Partnerschaft wichtig. Und das ist eine fließende Energie. Das bedeutet, dass du eine schöne Zeit erlebst mit deinem Partner. Und vielleicht du denkst nach Familiengründung oder ihr beide spricht über Familiengründung, weil immerhin spielt die Krebs auch eine Rolle. Also das heißt, die Krebs als Tierkreiszeichen steigt im Osthorizont auf, könnte ich sagen, Aszendent. Also wichtiges Thema, Monatsthema für dich, die Familie, Gefühle, Familie. Und im gleichen Moment befindet sich im Westhorizont die Tierkreiszeichen Steinbock im siebten Haus. Und da sind die Veränderungen. Da kommen die Gefühle. Das heißt, Liebe, Partnerschaft und Familie ist die Monatsthema. Es ist eine schöne fließende Energie. Also was die Emotionen betrifft, was die Partnerschaft betrifft, ist sehr schön. Wo du selbst aber zweifelst, dass deine eigene Weiblichkeit, ob du gut genug bist, ob du schön genug bist, das heißt, du zweifelst an dir selbst. Dann kommen Erinnerungen von Vergangenheit und bekommst du eine gewisse Unsicherheit in die liebe Partnerschaft. Dann, was wichtig ist noch, klärende Gespräche. Das kann eine berufliche Situation sein mit Chef, kann auch eine rechtliche Lage sein. Das wird durch Gespräche, durch Handlungen etwas klar und deutlich. Das ist auch wichtig zum Erkennen. Dann in beruflichen Situationen fühlst du dich wie gelähmt. Unbeweglichkeit liegt da. Also einerseits möchtest du die berufliche Situation festhalten, weil das gibt dir Sicherheit, Stabilität. Andererseits hast du innerlich schon abgelehnt und möchtest was Neues beruflich, aber weißt nicht, wie du das im Fluss bringst, wie du da verändern kannst. Das heißt, du fühlst dich im Beruflichen wie eingesperrt. Ausland spielt auch eine Rolle, vielleicht noch nicht die Reise, aber immer noch die Planung oder Gedanken. Also in solche Gedankengänge heißt du schon. Also das, was im Monat dich erwartet, was am 25. Oktober beginnt, damit den Tag beginnt dein neuer Mondmonat. Und das war die Beratung, Salome. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.